Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich möchte euch mal einen Teil noch mal zeigen, was ich beim Bestellen bei der letzten Mindfactory-Bestellung, wo ich den Bildschirm bestellt habe, den seht ihr auch gleich nochmal. Seht auch die PC-Ecke. Zu der PC-Ecke kommt nachher nochmal ein separates Video, wenn ich es schaffe. Aber ich möchte euch gerne die Digitus, die Wandhalterung, nochmal näher zeigen und euch was zeigen. So, wie gesagt, das ist jetzt meine PC-Ecke. Jetzt ist mir das Mikrofon abgegangen. Moment. Ich bin am PC-Stuhl hängen geblieben. So, das ist meine PC-Ecke. Das ist halt, wie gesagt, der 32 bzw. 31 Zoll Curve. Und hier oben ist der 27 Zoll Curve. So, jetzt müssen wir mal den Mikrofonarm beiseite machen. Da muss ich mir ohne was einfallen lassen. Der ist auch jetzt richtig schön übereinander. Also nicht, dass ihr euch wundert, dass das hier ein bisschen Luft ist. Weil wenn man hier so sitzt, dann ist es genau richtig. Das sieht jetzt schräg aus. Seht ihr das? Obwohl ich gerade halte. Das ist aber nicht, weil das schräg an der Wand ist. Das ist exakt gerade an der Wand. Ich hätte das schräg an der Wand machen müssen. Weil der Tisch hier hat hier Fälle. Weil mein Fußboden ist hier so eben wie, ich weiß nicht was. So, und jetzt zeige ich euch das mal. Und zwar, wenn ihr euch das auch holt. So, ich kann den halt jetzt schön so komplett zur Seite machen. Ich kann den so ja noch ein bisschen weiter. So. So. Dann könnte ich jetzt, wenn das Mikrofon runtergemacht ist, könnte ich da so ja den Chat dann drauf lesen. Müsste ich dann immer hochgucken. Und brauche den halt nicht umdrehen. Aber, ja, seht ihr, da habe ich schon ein Loch gebohrt gehabt. Wir mussten nicht ein Stück hoch machen, weil ich die Bretter nicht berechnet habe, dass es höher kommt, dass ich die Lautsprecher unten drunter machen kann. Dass ich halt hier ein bisschen mehr Platz habe, weil sonst hätten die Lautsprecher nicht hingepasst. Aber, wenn ihr das hier seht, ich musste das umbiegen, weil ich habe hier fest... Hier ist ein bisschen viel Spannung jetzt gerade drauf, deswegen ist das hier so ein bisschen doof. Moment, muss ich mal hier. Ach Gott. So. Wenn ich das jetzt hier so wegmache, dann seht ihr das. Das ist wirklich sehr knapp jetzt. Ich hab auch nicht so weit gebogen, also nicht zu viel gebogen. Nur so, dass das halt hier locker rein geht und raus geht und dass man es, ja, seht ihr das hier schon ein bisschen, drehen kann und dass man es halt raus machen kann. Und auch beim HDMI, der hier vorne ist, musste ich biegen. Ja, da seht ihr, das passt gerade so rein. Also der ist fest und hier ist auch minimal Lücke. Seht ihr das? Das hat nämlich nicht gepasst. Der ist zwar für, oh Gott, ich glaube ab 24 Zoll, aber beim Samsung ist halt die Anschlüsse da zu dicht dran. Da müsst ihr das ein bisschen hochbiegen. Sonst kommt ihr da echt nicht voran. Aber es hält gut. Also so bin ich damit echt zufrieden. Oh. Sieht echt gut aus, hält gut. Und macht das, was das soll. Kann da nicht meckern. Bloß halt, dass das halt so eng aneinander ist, dass man da dann so hochbiegen muss, damit man halt mit der Kabel rinkommt. Wollte ich nur euch mal berichten, weil viele gefragt haben, wie ist denn das mit der Wandhalterung und so. Jetzt kann ich euch sagen, es passt an den Bildschirm ran. Ihr müsst aber definitiv biegen, weil sonst kriegt ihr die Kabel eigentlich rein. Also den HDMI-Kabel schon ja nicht. Und auch nicht den Stromkabel. Und passt da bitte auf, biegt wirklich so viel, wie ihr braucht. Und sagt nicht so, dass da dann keine Lücke ist. Bei mir ist überall minimal Luft, ganz minimal Luft, weil ich nicht allzu viel biegen wollte. Also ich habe so weit gemacht, wie es sein musste. Und dann nochmal ein Stück, dass ein bisschen Luft ist, damit der Kabel nicht unter Spannung ist, damit er drunter drückt und dadurch die Buchse kaputt geht oder der HDMI-Kabel. Weil so ein Monitor ist auch teuer, logischerweise. Ja, das soll es jetzt soweit auch gewesen sein. An sich, also wie gesagt, ich bin mit der Wandhalterung zufrieden. Die hält gut an der Wand. Es war alles mit bei. Es ist so viel Schrauben mit bei. Ihr habt da massenhaft an Schrauben. Massenhaft. Für alle verschiedenen Dicken. Aber passt auf. Noch was, genau. Passt da auf.
bei den Schrauben, nimmt wirklich die, die in den Monitor passen. Bei den Samsung Curve ist es so, dass da außenrum so ein bisschen Plaste ist, wo man auch denkt, das ist eine Gewinde, das ist keine Gewinde. Das ist, wenn da eine Schraube gerade so raufpasst, die ist es nicht. Noch ein Stück kleiner. Und dann kommt dann so eine Unterlegscheibe dazwischen. Und die hält dann eigentlich auf diesem Plasteteil, sodass man dann das einfach rufflegen kann und dann ein, zwei Schrauben festziehen kann und dann nach und nach, ja. Aber so macht sich das eigentlich ganz gut. Da müsst ihr dann halt noch bei dem Samsung Curves ein bisschen aufpassen, dass da wirklich die Schrauben noch ein Tick kleiner sind, als das, wo eigentlich anfängt zu schrauben. Ist ein bisschen doof erklärt, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Ja, das soll es jetzt auch gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wenn ich euch helfen konnte, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Oder auch wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein, ahoi. Sagt euer Odin.